Hallo meine lieben Fußballfreunde, liebe Community, mein Mikrofon wackelt noch. So, jetzt ist alles perfekt. Herzlich willkommen jetzt zu diesem neuen Video. Es ist tatsächlich, so gesehen, noch nicht richtig mit Krass Klassenfahrt ein Video, aber mit ein paar Darstellern von Krass Klassenfahrt der neuen Staffel. Ich weiß jetzt nicht mehr, wen ich da eben gesehen habe. Auf jeden Fall, Kekse TV ist mit dabei, Nathan, Jonas, Nona-Kanal und auf dem Thumbnail war Shirin Ghosh. Ich weiß nicht, wer da sonst noch mit bei ist, weil ich ja das Intro hier sofort übersprungen habe. Ich hab Bock. Ich glaube, Fragen werden getrennt wieder geantwortet, so sah es zumindest aus, deswegen let's go. Hallo, was geht und willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Jonas und schön, dass ihr dabei seid. Ich muss ehrlich sagen, heute sind wir an einer anderen Location. Wir befinden uns nämlich gerade hier noch im Set von Krass Klassenfahrt. Ich habe mir aber gedacht, ich sollte auf jeden Fall einfach meine Videos weiterdrehen und deswegen, weil wir hier so viele coole Darsteller. Und genau das könnt ihr auch erstmal wieder machen. Gerne einen Daumen nach oben da lassen, Abo nicht vergessen und Glocke aktivieren. Haben so viele coole andere Creator, habe ich gedacht, machen wir zusammen eine Runde Fragen getrennt voneinander beantworten. Heute eine speziell abgewandelte Variante. Es geht mich heute darum, dass wir Dinge beantworten müssen, indem wir eine Skala von 1 bis 10 angeben. Also okay. Als Beispiel, ja, ihr habt es verstanden. Ich glaube, ihr habt es verstanden. Ja. Und ich würde sagen, alle, die in dem Video dabei sind, stellen sich schon der Titel vor. Alleine. Du gehst raus? Ja, ich sitze alleine hier im Raum. Also, ich kann jetzt dir nicht mehr helfen oder so, wenn du Fragen hast. Nein. Das ist nicht Sinn. Stell dich uns bitte einmal vor. Alter, was ist das für ein Hall? Also, ich bin Nona, 16 Jahre alt und spiele bei Krass Klassenfahrt mit und spiele dort Lorena. Hi, mein Name ist Keanu Rapp. Ich spiele den Fly. Ich bin 18 Jahre alt, wohne gerade in Köln. Mir geht's gut. Ja, ich heiße Jonas und mir gehört dieser Kanal hier. Ist übrigens der beste Kanal Deutschlands. Mein Name ist Shirin, mein Kanal heißt Shirin Ghosh. Ich bin 24 Jahre alt, komme aus Köln. Okay, ich bin Nathan und mache Content im Internet, also YouTube, Instagram, mittlerweile auch wieder TikTok. Oh, ich muss dann immer Pause drücken. Oh Gott, ich bin so schlecht. Also ich bin Shani Dakota, mich kennt man vielleicht durch TikTok, Instagram. Ja, ich mache da so Allround-Content. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie attraktiv findest du dich selbst? Komm, ich mache jetzt auch immer mit. Obwohl, ja, wenn es damit zu tun hat, so mit den krass Klassenfahrt, glaube ich nicht. Wie attraktiv finde ich mich selbst? Ich gebe mir mal eine 5. Eine 5 ist gut, würde ich sagen. Ist im guten Mittelfeld. Denn ich finde mich nicht selbst so attraktiv. Ich finde mich jetzt aber auch nicht hässlich. Bro, okay. Das ist eine schwierige Frage. Ich wusste, dass so peinliche Fragen kommen. Das ist schwer. Ich habe darüber ehrlich noch nie nachgedacht. Eine solide 7 so. Ich würde sagen 5 bis 8. Wie der Tag so ist, ne? Es hat lange gedauert. Ich bin jetzt nicht so selbstverliebt und sag, alles ist perfekt an mir. Aber ich bin einfach so, wie ich bin. Gut, Gott hat mich so erschaffen. Eine 8,5-9 würde ich sagen. Bin ich eingebildet? Alter. Da leuchtet mir die 10 schon entgegen. Also ich würde sagen 8. 8 ist so eine Vorsichtsantwort. Jeder wird 8 machen. 7 oder 8 macht jeder. Ich würde sagen 7. Ich bin zufrieden mit mir selbst. Ich hoffe, das seid ihr auch. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie hoch ja, kann ist ich jetzt dein nicht Kontostand? Mitmachen. Ja, alle. Okay. Die Frage sind jetzt. Ja, ich bin erst 16. Boah. Okay, nehmen wir mal an, 1 ist wenig und 10 ist sehr, sehr viel. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie hoch mein Kontostand ist. Naja, ich würde sagen 10 so. Das ist so unangenehm, wenn man hier alleine im Raum sitzt und von nichts einen Plan hat. Das kann Jonas ich mir denken. Auch immer nicht mehr das kann also ich mir kann damit gut klarkommen. Normal, 5 sagen wir 5. Für jeden ist anders. 1 bis 10. Das ja, bodenständig. 2, 3, irgendwie so. Variiert auch zwischen 5 und 10 für meine Verhältnisse, ja. Na, dann auf jeden Fall 1, also im Vergleich zu Bill Gates oder so, dann würde ich sagen 1. Okay, ja. Das stimmt. Klar, also ich bin jetzt kein Millionär oder so. Soll ich das ernst beantworten oder soll ich hier Jokes machen? Ich kann auch Jokes machen, ne? Ja, da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Platz nach offen oben, würde ich behaupten. Aber ich bin echt sehr zufrieden tatsächlich mit meinen Einnahmen. Ich würde so eine 6, 7 geben. Eine 7. Ich würde sagen, ich bewege mich bei einer 7. Natürlich ist es nach oben hin noch unendlich viel mehr möglich, aber ich bin happy auf jeden Fall. Ich bin zufrieden. Klar, ich bin Drecks-YouTuber. Ich mache Werbung. Ihr wisst Bescheid. Mein Kontostand ist eine 10. Auf einer Skala von 1 bis 10,
Wie zufrieden bist du mit deinem Liebesleben? Jetzt wird's interessant. Also, Phil, wie zufrieden bin ich mit meinem Liebesleben? Oh, Junge. Das sind alles so Fragen, die immer voll... Wenn eins sehr unzufrieden ist und 10 sehr zufrieden. 2. Also echt überhaupt nicht gerade. Oh, okay. Dann ist es echt schwer zu beantworten. Sehr zufrieden. Ich habe seit über 1,5 Jahren eine Freundin, die liebe Annika. Hallo Annika, wenn du es hier siehst. Also aktuell ist eigentlich alles total entspannt, so wie es gerade ist. Sagen wir einfach mal 8. Ja. Oh. Wie zufrieden ich damit bin. Also in einer Beziehung womöglich. Ich bin Single, also gerade, ja, so eine 4 oder eine 3. Eine 3. Bin ich tatsächlich eine 10. Ach, komm, eine 10. Ja, eine 10. Ich würde sagen, ich bin gerade echt auf einer so einer 6 so. Also eigentlich bin ich happy so. Eine 10 mit so einem ganz kleinen Kratzer dran, weil es läuft nie alles 100%, aber doch eine 10. Ja, eigentlich so wie alles gerade ist es voll entspannt. Also falls ich jemanden kennenlerne, ist es schön und gut, aber aktuell bin ich... glücklicher Single. Es ist halt keine Beziehung so, ich bin... Der Boden stimmt die ganze Zeit. Versteht ihr, was ich meine? Ja, ja. Ich weiß schon, was ihr wieder kommentieren werdet, Leute. Es ist halt gerade absolut nicht so gut für mich. Aber ist auch okay für mich. Es ist wirklich... Bestimmt so 90% der Kommentare. Hashtag Jolina. Ich sehe schon kommen. Nicht okay für mich, weil ich habe meine Freunde so, ne? Und oh nein, das wirkt jetzt wie so ein trauriges... Ich verplapper mich schon wieder. Das kann doch nicht sein. Auf einer Skala von 1 bis 10... Für wie gebildet hältst du dich? Alter, ich bin ein ungebildetes Stück Scheiße. Also ich glaube, ich habe ein relativ schlechtes Allgemeinwissen. Also, weiß ich nicht. Boah, also 10 ist schon alles einschätzen oder was? Ich kann mich gut selbst einschätzen. Wenn ich mich selbst einschätzen müsste, nur mal ganz kurz. Boah. Glaube, ich würde mir so eine... Ich sag mal, es ist immer sehr, sehr viel nach oben hin. Und es gibt Themengebiete, so zum Beispiel... mit denen ich mich nicht so auseinandersetze. Dafür andere Themen, wo ich mich mehr mit auseinandersetze. Deswegen gebe ich mir mal so eine 5,5 bis 6. Ich denke, das ist solide. Ich würde zum Beispiel einen Jonas definitiv schlauer einschätzen als mich. Wie gebildet bin ich? Ich denke... Ich habe mein Abitur gemacht. Dann habe ich nicht mehr studiert, was schon mal ein Problem ist. Aber ich würde schon sagen, also ich halte mich jetzt nicht für dumm. Ich würde sagen 7. Ich würde mich schon... ich bin so eingebildet. Auch so Mitte. Also ich habe zwar mein Abi, aber das hat irgendwie auch nichts zu heißen. Ich bin jetzt nicht dumm. Ich bin jetzt aber auch nicht Schlauste. Sagen wir einfach mal. Ich bin nicht dumm so. Geschichtsmäßig, erdkundetechnisch und sowas kenne ich mich auch recht gut aus eigentlich. Und ich bin auch sehr Politik interessiert. Und deswegen würde ich mir so eine, vielleicht eine 6 geben? 7? Ich sage einfach mal eine 7. Ich bin, die Zahl 7 ist gut. Oh, ich fange an zu schwitzen, Leute. Ich lese echt zu wenig Nachrichten. Das ist also... Das ist bei mir aber auch so. Ich würde mir eine 5 geben, aber einfach, weil es gibt so viel. Ich würde echt sagen, ich bin auf einer 6 nur, 6 von 10 gebildet. Ja, so 5,5. Auf einer Skala 6. von 1 bis 10, wie cool ist Jonas bitte? 10, natürlich. Wieder Zuschauer vor der Tür. Wir sind hier gerade beim Kreisklassenverdreh von Staffel 6 und wir haben die ganze Zeit, alle 10 Minuten kommen hier Zuschauer und wollen Bilder machen und immer so Gruppen. Gerade waren so 15 Zuschauer. So klar, dass du dich jetzt selbst das Video bringst. Jonas ist eine 0. Ja, Jonas ist mega cool. Gibt auf jeden Fall 10 Punkte. Wie cool Jonas ist, ganz klar 10. Was denn sonst? Nein, er ist wirklich ein cooler Typ. Ich hatte ihn vorher noch nie richtig... Also cool passt einfach zu ihm, weil er einfach ruhig ist, ausgeglichen, aber auch sehr... verrückt manchmal. Ich habe ihn jetzt noch viel besser kennengelernt und kenne zwar seinen Content und auch seine YouTube-Videos, aber da spielt er sehr oft eine Rolle. Deswegen wusste ich nicht so ganz genau, wie er drauf ist und er ist mega cool drauf. Also echt richtig, richtig cooler Typ und ich bin positiv überrascht. Sehr cool. Also da kann man nichts anderes sagen. Ich finde, es ist der coolste Mensch, den man sich vorstellen kann. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sportlich bist du? Bei mir... Sehr sportlich zurzeit. Schon? 1 oder 2. Ich reife die Videos und dann denke ich mir, okay, ich bin doch nicht so sportlich. Ich bin dann nicht so die Sportlichste. Deswegen... Boah. Also ich war mal sehr sportlich als Kind. Dann war ich ein paar Jahre nicht sportlich. Dann habe ich jetzt vor einem Jahr wieder angefangen mit Sport. Ja, da geht mehr, da geht mehr. Also ich sag mal jetzt schon mal 8 von 10. Man mag es mir vielleicht nicht ansehen, aber ich mache schon relativ viel Sport. Also ich sehe jetzt nicht aus wie eine Sophia Thiel oder so, aber ich würde schon sagen 7. Und ja, schon sportlich. Ich brauche das auch voll. Wenn ich mal eine Woche oder so nicht trainiere, dann merke ich das direkt. Ich bin sehr, sehr, sehr sportlich zurzeit. Ich würde mir so eine 8 geben. Ich mache fast täglich Sport, aber dieses, also dann immer so Homeworkout sehr, sehr, sehr viel. Also so richtig ins Fitness. Ah, okay. Ich mag einfach das Gefühl. Jetzt gerade bin ich wieder nicht so sportlich. Also von einer Skala von 1 bis 10 würde ich sagen 4, 5. So immer monatsabhängig bei mir irgendwie komplett. Genau. Alter, ich bin letztens von Red Bull, bin ich so einen Run mitgelaufen. Ich habe so abgekackt. Also wirklich unfassbar. Unfassbar, wie ich abgekackt habe. Eigentlich habe ich 2 von 10 verdient. Das wäre jetzt auch nicht so schlimm unsportlich, aber ne?
Sag mir mal eine 4, eine gute 4. Auf einer Skala von 1 bis 10. Ah, die Frage habe ich am Anfang kurz gesehen. Ich. Eine 10. Eine 10. War so klar. Das kann ich ja eigentlich tatsächlich selbst nicht so wirklich beurteilen, oder? Was ich sagen würde, wie gut ich im Bett bin. Wow. Day, das müsste man mal ein paar Leute fragen, so. Also, ich würde selber über mich sagen. Ich weiß es nicht. 10. Eine 9, eine 10. Eine nächste Frage. Boah, ich kann es echt nicht sagen. Ich bin mal ganz ehrlich gerade mit der Antwort. Es gibt Sessions, da hat man Bock, sich Mühe zu geben. Da hat man Bock zu glänzen. Da gibt man sich Mühe. Es gibt auch Sessions, man hat keine Lust, sich zu bewegen. Wenn man als Typ da keine Lust hat, ist es ein Problem. Weil doch, da kann man sagen, was man will. Emanzipation hin oder her, aber eine 9, eine 9,5. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Deswegen sage ich ja klipp und klar, eine solide 7. Es ist auf jeden Fall für mich immer super wichtig, jemanden das zu haben, den ich liebe, gern habe, wo ich mich wohlfühle. Ist es doch oft so, dass man als Typ mehr machen muss als die Frau beim Sex? Geht natürlich auch anders, aber in den meisten Fällen ist es so. Meiner Erfahrung nach auf jeden Fall. Wenn du als Typ dann keinen Bock hast, so, dann ist es halt ein Problem und dann ist der Sex dann einfach dadurch schon schlecht, weil du keinen Bock hast. Also in Phasen, in denen ich richtig Bock habe, gebe ich mir schon eine 9 von 10. Ist safe, aber nur eine 1 eigentlich. Alles klar, ich hab's euch gefallen, Freunde. Ja, Leute, ich habe an der Stelle ja noch keine Ahnung, was die anderen so geantwortet haben. Ich hoffe aber, euch hat das Video unterhalten. Schaut auf jeden Fall bei all den anderen Leuten auch vorbei. Alle Links sind unten in der Beschreibung. Ich freue mich drauf und wir sehen uns ganz bald wieder. Mein Name ist Jonas und euch jetzt noch einen wunderbaren Tag. Bis dann und ciao. Oh nein. Geil, ich habe einfach ein anderes Video angemacht, obwohl ich nur Pause drücken wollte. Ich bin jetzt einfach bei diesem Bild hier. Das passt gar nicht. Es passt gerade gar nicht, weil wir auf dieses Video schon reagiert haben. Aber trotzdem, das Video war cool und ich muss echt zugeben, mir haben Chani Dakotas Antworten sehr gefallen. Also die waren sehr, sehr, ja, gut eingeschätzt. Ein paar, keine Ahnung, haben entweder, da hat man keine Zahlen gehört oder so, aber ich fand ihre Antworten echt toll. Sehr, sehr cooles Video, das Bild passt hier gar nicht. Ich hoffe trotzdem, euch hat die Reaction dir gefallen. Ich finde diese Fragen getrennt beantworten Videos immer echt awesome. Es macht echt Spaß, diese Videos zu gucken. Deswegen, ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag. Ich denke, so die nächsten Tage sollte jetzt auch irgendwie ein Trailer kommen. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Zu Krass Klassenfahrt natürlich. Und ja, wir fiebern schon Krass Klassenfahrt entgegen. Nächste Woche geht's los. Und mir bleibt an der Stelle nur noch zu sagen, euch einen wunderschönen Tag. Du weißt, was zu tun ist. Daumen nach oben da lassen, Abo nicht vergessen, Glocke aktivieren und Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, liebe Fußballfreunde und Community. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.